Hallo Leute, in diesem Video soll es gehen über den Klassenbegriff bei Max Weber. Da hat ein Zuschauer gefragt und ich mache auch gerne mal ein Video drüber. Was heißt Klasse bei Max Weber? Was hinzufügen, Klasse bei Max Weber ist nicht so bedeutend, finde Klasse bei Karl Marx, aber trotzdem natürlich ein interessantes Thema. Weber schreibt, wir wollen... Ich habe noch nie ein paar Notizen gemacht, denn auswendig ging das schlecht. Wir wollen da von einer Klasse reden, wo eine Mehrzahl von Menschen eine spezifische, ursächliche Komponente ihrer Lebenschancen gemeinsam ist, soweit diese Komponente lediglich durch ökonomische Güterbesitz und Erwerbsinteressen, und zwar unter den Bedingungen des Güter- oder Arbeitsmarkts, dargestellt wird, Klassenlage. Es ist die allerelementarste ökonomische Tatsache, dass die Art, wie die Verfügung über sachlichen Besitz innerhalb einer sich auf dem Markt zum Zweck des Tausch begegnenden und konkurrierenden Menschenvielfalt verteilt, schon für sich allein spezifische Lebenschancen schafft. Also was sagt dieses Zitat? Geteilte Lebenschancen, also Klasse, was heißt Klasse? Geteilte Lebenschancen, es geht um Ökonomie, Erwerbsinteressen und die Bedingungen des Marktes, auf gut Deutsch. Das sind nur die drei entscheidenden Punkte. Und zur Unterscheidung, damit man Klasse besser versteht, sollte man auch noch die Stände bei Max Weber sich anschauen. Im Gegensatz zur rein ökonomisch bestimmten Klassenlage, eben gerade erklärt, wollen wir als ständische Lage bezeichnen jede typische Komponente des Lebensschicksals von Menschen, wieder etwas komplizierter formuliert, welche durch eine spezifische, positive oder negative soziale Einschätzung der Erde bedingt ist, die sich an irgendeine gemeinsame Eigenschaft vieler knüpft. Also es geht jetzt nicht potenziell nur um Ökonomie. Inhaltlich findet die ständische Ehre in Ausdruck normalerweise in der Zumutung einer spezifisch gearteten Lebensführung an jeden, der dem Kreise angehören will. Damit zusammenhängend ist die Beschränkung des gesellschaftlichen, das heißt des nicht-ökonomischen oder sonst geschäftlichen, sachlichen, Zwecken dienenden Verkehrs, einschließlich namentlich des normalen Konnubium, Beschränkung der Heiratskreise, Homogamie, auf den ständischen Kreis bis zur völligen endogenen Abschließung. Also auf Deutsch, Stände sind abgeschlossene Zirkel, auch in sich heiraten und so weiter, die nicht rein ökonomisch definiert sind. Jetzt komme ich gleich noch zu einer Unterscheidung, haben wir da so ein bisschen eine Tabelle gemacht. Ständeklassen. Stände, das ist eine soziale Ordnung. Klassen ist eine Wirtschaftsordnung, habe ich vorher schon erwähnt. Stände soziale Ordnung, Klassen sind Wirtschaftsordnung. In Besitzklassen und Erwerbsklassen. Besitzklassen sind die sozusagen ENTs, die von ihren Besitzungen leben können, Grund und Boden, Geldanlage und so weiter. Erwerbsklassen sind die, die sozusagen erwerben müssen, was verdienen müssen. Was sind Beispiele für Stände? Lebensführungsstände, Berufsstände, Geburtsstände, politische Stände, hierokratische Stände, Priestertum und so weiter. Klassen wären Beispiele Arbeiterschaft, Kleinbürgertum, besitzlose Intelligenz und Fachgeschultheit, Klasse der Besitzenden und durch Bildung Privilegierten. Stände ist das, was wir früher hatten im Mittelalter. Klassen ist sozusagen das moderne wirtschaftliche Phänomen. Die Stände basieren auf dem Prinzip der Ehre und die Klassen auf dem Marktprinzip. Auch das habe ich vor ein paar Minuten oben schon erwähnt. Klassen werden bestimmt durch den Markt. Natürlich bei den Ständen Hemmung der freien Marktentwicklung, sie im Mittelalter, darum wurden die ja im kommenden Kapitalismus dann auch zerstört und aufgelöst, weil sie den Markt hemmen natürlich. Und die Klasse ist eine Bedrohung der ständischen Ehre und der ständischen Lebensführung.
der Stand ist Konvention, Tradition, die Klasse ist ökonomische Realität und Stände sind Gemeinschaften, Klassen sind keine Gemeinschaft nach ihr. Also gerade in dieser Unterscheidung zwischen zu den Ständen ist es interessant, die Klasse ist das moderne Phänomen, das ökonomische Phänomen, das Phänomen, wo es um Geld geht, wo es nicht darum geht, irgendeinen Erdzusammenhang zu haben oder irgendeine Lebensgemeinschaft zu führen. Und was unterscheidet eben, oder was sind die verschiedenen Klassen jetzt? Oder was sind, was sind die Klassen? Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, das ist die Besitzklasse. Diejenigen, die sozusagen Besitztum haben und davon leben können. Das ist die Erwerbsklasse, die erwerben muss, um leben zu können. Und es ist die soziale Klasse. Und die bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Klassenlagen, zwischen denen ein Wechsel persönlich oder in der Generationenfolge leicht möglich ist und typisch stattzufinden pflegt. Und natürlich die Klassen, auch schon erwähnt, geht es um Güterversorgung, geht es um äußere Lebensstellung und geht es um die ökonomische sozusagen Existenz derer, die Mitglied der Klasse sind und werden dadurch geprägt und so definieren sich Klassen. Also Klassen, das moderne Phänomen, Stände im Vergleich dazu, das alte Phänomen. Klassenlage soll die typische Chance der Güterversorgung, der äußeren Lebensstellung, des inneren Lebensschicksals heißen, welche aus Maß und Art der Verfügungsgewalt oder des Fehlens solcher über Güter oder Leistungsqualifikationen und aus der gegebenen Art ihrer Verwertbarkeit für die Erzielung von Einkommen und Einkünften innerhalb einer gegebenen Wirtschaftsordnung folgt. Das wäre sozusagen die Klassenenteilung nach Max Weber. Man muss aber bedenken, wie gesagt, es ist nicht so entscheidend für Max Webers Soziologie, wie jetzt die Klasse bei Marx. Man muss natürlich auch entscheiden, oder wenn man es betrachten will, dass natürlich das nur eine Möglichkeit ist. Also es ist auch kein Dogma. Aber bei Max Weber, muss ich sagen, ist es auch ein interessanter Hinweis und es ist eine sicherlich interessante Unterscheidung, die immer wieder auftaucht, aber die natürlich auch im Gesamtzusammenhang zu sehen ist und auch nicht irgendwie allgemeingültig, weil es Max Weber sagt, stimmt es so. Mir persönlich muss ich sagen, ist diese Unterscheidung auch ein bisschen in der Dreigliederung nicht ganz logisch, aber es gilt über Kant, muss sich mit dem auseinandersetzen, was da ist. Und davon lebt ja die Philosophie, dass man dann im Rückblick ein bisschen schlauer ist als zuvor. Und sowas muss man erstmal hinlegen. Ich hoffe, ich konnte meinem Frager ein bisschen weiterhelfen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und es kam rüber, was Max Weber gemeint hat. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es einfach in den Kommentarbereich des Videos. Ansonsten freue ich mich über Likes und Abonnements für den Kanal und sage, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.